Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny Rise of Iron. Wir sind hier unterwegs in einem Strike diesmal. Wir sollen zurückkehren, wo wir Sepix getötet haben. Sepix Primus damals. Und wir sollen hier jetzt hin. Oh, hoppala, was mache ich denn hier? Und nochmal Hallöchen sagen, denn der verbesserte Sepix Primus, der hat sich hier jetzt auch eingebürgert. Der versteckt sich hier. In der Raffinerie. Aber ich registriere viele Sieber-Energiesignaturen. Geht mal weg, Alter. Den will ich einfach mal kurz mitnehmen hier. Ja, ich habe mir mal überlegt, wie ich das demnächst mache. Damit man da ein bisschen mehr Übersicht hat und damit ihr auch besser die Videos filtern könnt, die ihr sehen möchtet von Destiny, werde ich die demnächst anders beschriften. Ich werde die suchen, werde ich dann unter Destiny Rise of Iron suchen. Auf jeden Fall wird irgendwie was im Titel stehen, wo Suchen halt drin steht. Dass ihr da wisst, okay, da geht es um eine Suche, die ihr da jetzt erledigt. Und dann werde ich auch das entsprechend mit den Strikes und PvP machen. Also dass ihr da schon in der Beschreibung, im Titel schon drin habt, worum es hier als nächstes geht und was ist das? Soll ich das gut finden? Was ist das? What the fuck? Okay. Das, was ich hier jetzt mache, das ist eine... Eigentlich ist es eine Suche. Ich soll diesen Strike hier abschließen. Aber da das die Suche halt mit einem Strike zu tun hat, lasse ich das dann unter Strike laufen, denke ich. Und untersuchen mache ich dann so diese einzelnen Missionen, die man dann hat. Oder auch, dass man auf Patrouille gehen muss und sowas halt. Und damit ihr da halt ein bisschen mehr Überblick habt. Installiert, die den Weg blockiert. Ich sollte ach, schon wieder. In der Zwischenzeit berühre die Laser nicht. Und halt mir den Rücken frei. So, jetzt hat er fertig gelabert. Also, dass ihr da schon im Titel dann wisst, okay, das kommt in dem Video dran. Und wenn ihr das nicht gerne guckt, dann braucht ihr da ja nicht raufklicken. Und die, die das dann gerne gucken möchten, die haben das dann schon direkt drin. Also die wissen dann halt, also alle wissen, worum es dann halt in dem Video geht, was da gemacht wird. Und ich denke, das ist dann eigentlich ganz gut. Dann seid ihr auf dem Laufenden, was da drin vorkommt. Könnt euch dann schon vorher entscheiden, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich denke, damit ist dann so gut wie jedem geholfen. Ja, und damit habe ich das ja auch schon angesprochen. Ich werde was zu den Suchen machen, ein paar Strikes natürlich auch. Und PvP wird natürlich auch dabei sein. Ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht im Wechsel mache. Ich muss mal gucken, wie ich dazu dann Lust habe. Wozu ich momentan mehr Lust habe. Aber ich denke, anfangs wird das so im Wechsel sein ungefähr. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es da vielleicht irgendwas gibt, was ihr lieber sehen wollt als was anderes. Ich denke, Suchen sind ein bisschen uninteressanter als Strikes oder PvP. Aber da könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es dann aussieht, was ihr lieber sehen wollt. So, und jetzt machen wir hier mal den Strike. In dem hier geht es, wie gesagt, schon um diesen verbesserten Sepix Primus. Sepix Perfektioniert heißt er hier ja. Den man im ersten Strike erledigt hatte. Und wir gehen hier quasi denselben Weg jetzt nochmal. Denn hier hat sich auch der Sepix Perfektioniert eingelistet. Oh, ich drücke mal noch das Falsche hier. So. Ich habe übrigens mal den Arcus-Fokus mitgenommen, denn da habe ich einen Beutezug für. Ich soll mit dem spielen und irgendwie 30 Kills, glaube ich, damit machen oder sowas. Irgendwie sowas war da. Zack, weg mit dir. Jawohl, ey. Der Strike hier, der ist ab Level 320. Und ja, ich bin Level 329, also nur 9 drüber. Das geht eigentlich in Ordnung, denke ich. Ey, geh mal weg.
Ich habe vorhin schon einen Strike gespielt, den wollte ich eigentlich aufnehmen, aber dann bin ich leider schon einen schon laufenden Match beigetreten. Da war ich dann schon direkt beim Endkampf, das war ein bisschen ja, ärgerlich, könnte man sagen. Aber naja, passiert mal. Scheiße, das war dumm. Alter, ein sublimes Engramm. Voll geil. Da ist bestimmt was Gutes drin. Hoffe ich jedenfalls. So, geh mal weg, du Sack. So. Versteckt er sich hier, Alter? Oh, nice. Upgrade freigeschaltet. Oh, was ist er denn, Alter? Ich hab's. Die Laserschranke ist deaktiviert. Hat hier irgendwas fallen lassen? Oh, Moment, was ist das? Ah, sein Kodex, okay. Nicht so der Shit, aber kann man mitnehmen. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So. Nimm teil an Scoris-Harmonie. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht ist das ein Perk von irgendeinem Mitspieler von mir hier. Hoppala. Ja, auch hier könnt ihr natürlich trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Für die Strikes, die Suchen und PvP dann natürlich auch. Ey, keine Blumen hier pflanzen. Déjà-vu. Du, ich, ein Meer voller Teufel und ein wütender Maschinengott, der auf der anderen Seite war. Oh, fuck. Ich würde sagen, sichern und laden. Aber ich schätze, das hast du schon getan. Okay, das geht nicht. Das geht nicht kaputt. Ja, ein perfektionierter Läufer auf jeden Fall. Kein Ding. Safe, Alter. Aber sowas von safe. Warum sind hier so viele von den Blumen, Alter? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man die kaputt macht. Was ist das? Ah, das kann man auch kaputt machen. Hm. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Bisschen mehr Action hier. Tada! Oh. So, einmal mit meinem geilen Schwert hier durchsäbeln. Scheiße. Oh nee, das war dumm. Oh, er hat auch einen Abgang gemacht. Okay, da hinten ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Biscuit Barrel 96. Ja, ein kleiner Gegner. Kann man auch mal haben. Na, die werden mich nicht holen. Würde ich, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde das Schwert so geil, ne? Das sieht so cool aus. Ich werde gleich wieder sterben. Scheiße. Ich glaube, ich sollte weniger mit dem Schwert spielen. Kacke. Ja, hol mich mal wieder. Erstmal mit dem Schwert geben. Ich sollte weniger mit dem Schwert spielen. Erstmal das Schwert rausholen. So, ich will jetzt auch mal hier ein bisschen verteilen. Kann ja nicht sein, dass ich hier nur so ein Anhängsel bin, was alle zurückhält. Ach, scheiße. Ich hatte gerade irgendwie den falschen Fokus im Kopf. Warum kann ich ihn nicht treffen? Ach, jetzt. Ah, jetzt nicht mehr. Finde ich nicht gut. Hör mal auf damit. Jawohl, da ist er weg. Und ihr gleich hinterher. So sieht's aus. Oh Gott, da kommen wieder so viele raus. Aua! Was war das denn gerade? Die Blume hat mir, glaube ich, wehgetan. Die wollen mich, glaube ich, haben, Alter. Habe ich irgendwie so das Gefühl.
Diese Schwert-Captains, die sind echt hart. Wenn die nah rankommen, dann können die ordentlich wehtun. Doom war es auch ein Abgang. Ja, da dachte er, er kann noch schnell was zünden hier, aber nicht mit mir. Wird hier noch was angezeigt? Ist hier noch irgendwie was? Nö. Gut, dann denke ich mal, müssen wir weiter. Warum sollten die Spleißer Sepix wiederherstellen? Sie haben doch schon Siva. Ich rate mal, vielleicht ein Angebot für die anderen Teufel? Eine Machtdemonstration? Du weißt schon, wir vertrauen Siva und mit Siva ist alles möglich. Geh da rein und zeig ihnen, dass ihr Gott nichts anderes als Metall und Technik ist. Sepix perfektioniert. In all seiner Herrlichkeit. Moin. Finde ich geil, dass sie den Strike wieder reingebracht haben. Natürlich ein bisschen verändert, so wie das von der Story halt passt dann. Aber ich fand den Strike irgendwie immer richtig nice. War halt der erste, den man damals gemacht hat. Und da hat mir eigentlich auch echt gut gefallen. Okay, geht gleich ab. Gab es hier unten nicht eigentlich immer eine Kiste irgendwo? Keine Ahnung. Hallöchen, mach mal kurz. Okay, das geht nicht weg. Nicht gut. Mach mal weg da den Shit. Was? Immun? Ach scheiße, wie hat man den nochmal platt gemacht? Was musste man da nochmal machen? Das war doch auch in der... Oh. Hoppala. Ach, musste man mit dieser Schockwaffe auf ihn raufschießen? Er hatte ja auch in der Story so ein Schild, aber ich weiß nicht mehr, was man da machen musste. Ah, okay, es ist weg. Nein, das war dumm. Oh, ich bin immer noch beim anderen Fokus, ey. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Dann gleich down. Ah, ich muss ein bisschen reinkommen hier. Ich denke, beim nächsten Strike wird es ein bisschen besser laufen. Wollen die mich holen, oder? Sieht er nicht so aus. Nee, wollen sie nicht. Doch, wieder. Nice. Dankeschön. Darauf erstmal tanzen. Da. Ah nee, das war besessen. Scheiße. Wo habe ich denn nochmal tanzen? Da. Yeah. Scheiße, Mann. Dass die Pflanzen nicht weggehen, das ärgert mich irgendwie ein bisschen. Ich will die wegmachen. Aua. Das Spiel ist gerade minimal zu laut bei mir. Ich hoffe, in der Aufnahme geht das. Nimm das und das. Ja, jetzt kann man ihn wieder geben. Jetzt setzt doch nicht hier eine Kuppel hin, wo ich gerade raufschießen will. Hoppala. Da war ein Loch. Ei. Nimm dies. Nimm das. Aua. Oh nö, meine Kuppel ist weg. Diesmal kann Sepix nicht weglaufen. Nope, Sir. Hoffe ich zumindest. So, diesmal setze ich den auch richtig ein in den Fokus. Zack, zack, zack. Jawohl. Oh oh, er ist zu Ende. Hoppla. Geht mal weg hier, Sackgesichter. Er will nicht sterben, Alter. Okay, jetzt. Er wollte ums Verrecken nicht verrecken. Warte mal, da.
Dich habe ich doch gesehen. Da ist er ja wieder. Wow, ich glaube, mein Teamkamerad hat gerade die Kuppel hier hin gemacht, als ich die Granate geworfen habe. Und die ist an der Kuppel abgeprallt und nach hinten geflogen und nicht auf Seeplex drauf. Das war ja mal wieder Timing vor dem Herrn. Komm, den kriegen wir jetzt. Kommt, Leute. Alles auf Seeplex. Jawohl. Badum. So stelle ich mir das vor. Seeplex war der nächste große Zug der Spleicher. Präsentiere einen Gott, den alle anbeten können. Dann hier, das ist jetzt auch neu. Diese Kisten. Dafür braucht man einen Skelettschlüssel, den hat er. Dann kann man sich da Sachen rausnehmen. Ich weiß nicht, was da für Sachen drin sind. Ich habe leider keine Skelettschlüssel. Ich muss mal gucken, wie man die kriegt. Ich glaube, die kriegt man einfach so random dann. Das werden wir, denke ich, auch rausfinden. Irgendwann, was man da für gute Sachen rauskriegt und wie man die Schlüsse kriegt. Aber ich denke, das ist dann random, dass die gedroppt werden, einfach von den Gegnern. Und ja, bin ich mal gespannt, was da für gute Sachen drin sind. Aha, aha. Ich mich hier für diese Folge, für diesen Strike. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr das auch findet, ob das gut geregelt ist, wenn ich das dann auch in den Titel mit reinschreibe. Also hier, das ist jetzt Destiny Strike, Destiny PvP, Destiny Suche oder irgendwie sowas. Da muss ich mal überlegen, wie ich das dann schreibe. Könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob das gut ist, ob ihr da vielleicht auch irgendwie einen besseren Vorschlag habt oder sowas. Da, ja, wenn die Vorschläge gut sind, dann wüsste ich keinen Grund, warum man sie nicht annehmen sollte. Von daher, lasst es mich einfach mal wissen, was ihr so im Kopf habt. Ich guck mal gerade noch, was ich hier... Leere Granaten haben die Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit besiegst. Das ist doch nice. Das ist doch nice. So, das ist Schwachsinn. Das ist schwächer. Moment. Moment. Muss mal gucken. Okay, das ist stabiler. Ich spiele eigentlich sowieso. Also das Schwert, das kann man auf jeden Fall wegmachen. Das brauche ich nicht. Da habe ich da auch wieder 5 legendäre Marken. Ich glaube, ich werde das mal aufbessern. Mit dem hier. Dann haben wir hier nämlich auch ein besseres Maschinengewehr. So ein schweres. Ich denke, das kann man ganz gut mal machen und damit dann auch mal spielen. Denn in letzter Zeit spiele ich eigentlich nur mit dem Schwert, aber man hat es halt in dieser Folge auch gesehen, das ist nicht immer gut. Das kann auch ein bisschen in die Hose gehen. Das Schwert werde ich auf jeden Fall behalten. Hier Raketenwerfer. Da muss ich mal gucken. Erfordert ja 3 Gialahorn. Wann man das kriegt, wie man das kriegt. Und was ist das? Ja, das ist auch Bullshit. So. Streiter des Lichts. Beweise, dass du deinem Macht der Eisernen Lords würdig bist, indem du edle Taten in den verseuchten Landen vollbringst. Ah, okay. Die Mission habe ich jetzt. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Tschüss.